Hallo, hier ist der Supported aus Berlin. Mein Name ist Jakob und heute wollen wir mal wieder einen kleinen Produkttest machen. Und zwar haben wir im Rahmen des Adventsgewinnspiels einige Sachen zur Verfügung gestellt gekriegt. Hier von Microsoft ein Livecam Studio, eine HD-Webcam, die in Full HD aufnehmen soll. Jetzt will ich die erstmal auspacken, mal gucken, was da alles in dem schönen in dieser Packung drin ist. Na, das ist aber eine Geschenkverpackung, die gar nicht so einfach aufgeht. So umständlich, aber jetzt haben wir es doch. Also diesen Teil hätte man sich sparen können. Und jetzt ist hier nochmal ein bisschen Plastik rumzufriemeln. Und dann scheint da eine ganze Menge Zeug drin zu sein. Okay, also hier ist erstmal die eigentliche Kamera mit einem längeren USB-Kabel. Und dann gibt es hier in der Verpackung noch einen kleinen Umschlag. Und da drin findet sich hier eine Webcam-Software, ein kleines Bedienungsheft und wahrscheinlich noch irgendwo eine Garantieurkunde. Nö, das war's schon. Okay, also im Grunde, da wir ja hier im Büro auch mit Microsoft arbeiten, müsste das ja eigentlich als Plug and Play funktionieren. Und deswegen will ich jetzt mal diese Kamera einfach gleich einstöpseln. So, also ich habe jetzt gerade die Kamera eingestöpselt. Das Ding hat sich recht schnell installiert, hat ungefähr 3 Minuten gedauert. Dabei auch die Firmware nochmal geupdatet. Und die Bilder, die ihr jetzt seht, die sind also von der Livecam Studio aufgenommen und auch der Ton kommt von dem eingebauten Mikrofon. Erster Eindruck soweit ganz gut und alles weitere erfahrt ihr gleich im Skype-Einsatz, wo ich dann zusammen mit Fabian auch ein Fazit ziehe. So, hallo Fabian. Hi, ja. Ja, jetzt testen wir also unsere Livecam Studio in Skype und ich frage einfach mal, wie ist denn mein Bild? Komme ich gut rüber? Ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Von einer Full-HD-Kamera hätte ich echt was anderes erwartet, zumal wir hier ja eine volle Netzwerkverbindung haben. Also nicht Skype über DSL, sonstige Geschichten machen. Und das finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Ja, also das zieht sich ja jetzt durch den ganzen Test. Also wenn man sich das hier anguckt auf der Verpackung, da steht überall Full HD, aber da ist wahrscheinlich ein Sensor. Der führt auch was klargemacht ist. Also wir haben in der Kamera in der ersten Stunde auf Full HD tatsächlich nur Fotos entlocken können. Du hast die ja auch mal ausprobiert, auf einem anderen Rechner. Ja, da haben wir einen unserer schnellsten Bürorechner genommen, weil wir auf der Rückseite der Verpackung haben wir nochmal gefunden, dass es bestimmte Voraussetzungen für das Full HD gibt. Und da ist unter anderem ein mindestens, glaube ich, i5 oder i7 mit 3 GHz Quad-Core. Und die entsprechende Software, um HD-Aufnahmen machen zu können, ist nicht mit dabei. Das steht da explizit drauf, die braucht man. Also man kann wohl mit der Full HD machen, aber die Software wird nicht mitgeliefert. Und das finde ich jetzt natürlich wirklich schon fast irreführend. Also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, ich habe gerade extra mal nachgeguckt, also tatsächlich ein Intel Quad-Core, der mit 3 GHz mindestens läuft. Sowas hat man heutzutage durchaus zu Hause und wenn ich denke, wenn man 100 Euro für eine Webcam ausgibt und vorne Full HD irgendwie draufsteht und ich das dann aber nicht ohne Zusatzsoftware hinkriege, da fühle ich mich also nicht gut informiert, um nicht zu sagen, fast schon reingelegt. Ja, würde ich auch so sagen. Also müssen wir einfach mal sehen. Also ich finde, der Test ist nicht so super verlaufen, weil für mich und ich glaube für alle anderen wäre das einfach auch ein Kaufkriterium. Also man schaut auf die Verpackung, was kann das Ding leisten. Und gerade bei einer Videokamera ist die Auflösung ein Kriterium, wo man sagt, das ist eigentlich das Wichtigste, eins mit der Wichtigsten. Und wenn das dann auf den Sensor reduziert wird und man es nicht mehr wirklich nutzen kann, so machen die Leute, die es zu Weihnachten unter dem Baum haben und dann nicht damit loslegen können. Also finde ich nicht schön. Also ich möchte auch da nochmal mein Fazit abgeben. Schön verarbeitet, ein langes Kabel, problemlose Installation, leichte Schwächen bei Farbe und Licht.
Aber das, was richtig ärgert, ist halt ein nicht eingelöstes Versprechen. Und insofern kann ich das Produkt jetzt nicht so uneingeschränkt empfehlen. Ja, wäre auch mein Fazit. Okay, dann war es das für heute mit unserem Test von Microsofts LiveCam. Und ich sage tschüss. Jo, ciao, Jakob.